Also wir sind ein Dienstleistungsunternehmen und wir streuen Kalk für die Südzucker. Im Plattling ist das Hauptwerk für uns. Wir bedienen ca. 200 Landwirte. Von unserem Standort hier im Radius von ca. 50 bis 60 Kilometer sind diese Höfe verteilt, die wir dann eben mit neuester Technik bedienen. Dieses Kalkstreu-Lohnunternehmen, was wir da haben, ist eigentlich eines unserer Hauptgeschäfte hier am Standort. Hinter mir steht ja ein großer Carbokalkstreuer. Das ist eine Spezialanfertigung. Wir haben da viel Geld investiert. So ein kompletter Zug, der kommt heute irgendwo zwischen 350.000 und 400.000 Euro. Der Invest muss sich natürlich für uns rechnen. Und wenn jetzt das Werk in Plattling schließen würde, haben wir natürlich ein Problem, dass wir dementsprechend diese Maschinen nicht mehr abzahlen können. Die Rahmenbedingungen von der Politik her werden immer enger gesteckt. Und auch wenn ich mir eben da die Maschinen anschaue, das Ganze wird immer teurer. Also da muss man schon dann genau den Stift ansetzen, ob sich das noch lohnt in Zukunft. Mir als Lohnunternehmer möchte man natürlich den Kunden immer neueste Technik bieten. Dann brauchen wir dementsprechend Auslastung und auch die dementsprechenden politischen Rahmenbedingungen.